Wir sitzen nochmal im ID3 mit dem neuesten Update drauf, dem finalen Update 2.0783. Ich zeige es euch noch zum Beweis. Systeminformation, hier seht ihr das. 0783 oder 2.0 vom MEB Baukasten. Und hier drinnen gibt es noch eine neue tolle Funktion. Neben dem Apple CarPlay gibt es auch in der Navigation jetzt tatsächlich die Navigation über die Ladesäulen. Wir gucken mal kurz im CarPlay. Wo wollen wir hinfahren? Nehmen wir mal die Apple-Karten. Ja, zum Beispiel nach Hannover. Da muss ich hier mal eingeben. Hannover Messe. Und da fahren wir hin. So, was macht dann natürlich jedes normale Navi und das bisherige Navi hier auch? Das sagt mir, ja, jetzt kannst du da hinfahren, schnellste Route, bist um 20:13 Uhr dort. Er zeigt mir nicht mal, wie weit es ist, merke ich gerade, wenn ich hier lossage, wird er dann hoffentlich irgendwas sagen. Doch da 5 Stunden schreibt er da. Und hier 557 Kilometer ab meiner Ladestation, wo ich gerade stehe. Gut, ja, und ich habe natürlich hier jetzt keine Möglichkeit, noch keine, das soll ja auch kommen, dass ich hier jetzt irgendwelche Ladestationen dazugeben kann, müsste ich auch als Zwischenziele reinmachen. Ja, da habe ich also keine Möglichkeit und genauso wenig in den Google Maps. Es gibt wahrscheinlich im Waze oder irgendwo anders vielleicht die Möglichkeit, dass auch über CarPlay irgend sowas funktionieren wird. Mir ist das jetzt nicht so richtig bekannt, müsste ich noch mal suchen. Nein, brauchen wir alles nicht, denn das geht ja jetzt auch in der Navigation hier. Okay. Also, Messe Hannover hatte ich schon mal eingegeben, kann man natürlich hier oben auch eingeben. Messe Hannover. Ups. Hannover, so. Und da gibt er mir jetzt hier verschiedene Sachen aus. Messe Hannover ganz normal. Genau, nehmen wir das mal. Das ist auch mein Favorit, ja, genau. Da wollen wir hinfahren. Noch keine Information hier. Okay, ich muss vorher hier aber in der Zielführung eingegeben haben bei den Routenoptionen, dass ich auch Ladestopps automatisch hinzugefügt haben will überhaupt. Sonst funktioniert das natürlich auch nicht. Ansonsten Autobahn meiden will ich jetzt nicht. Das ist alles okay. Das ist aber der Hauptpunkt, den ich machen muss. Ich kann dann, glaube ich, hier auch noch was machen. Sagen wir mal, ich will alle, die mit WeCharge funktionieren. Genau. Dann, das ist noch die einzige Konfiguration, die ich hier machen kann. Und jetzt habe ich es eigentlich. Gehen wir wieder zurück. Karte. Nee, bei Suchen. Hat das noch auf der Karte? Da will ich hinfahren. Genau. Also hier, Messe Hannover. Jetzt navigieren wir mal dahin. Und zack, zack, zack. Seht ihr, da baut er jetzt irgendwas auf mit Ladestopps dazwischen. Ich sehe jetzt noch nicht genau, was es ist. Nehmen das mal jetzt hier an und dann schauen wir mal in der Detailansicht, was er mir da draus gemacht hat. Gut, also ich habe jetzt, glaube ich, die Reichweiten Spiegelei-Ansicht habe ich angeschaltet. Dann müsste er mir das eigentlich zeigen. Zeigt er mir auch, wo also hier das Ende seiner eigenen Ladung gerade ist. Ich habe aber jetzt auch nur 50% geladen und dann guck da, wie komme ich da weiter? Gucken wir uns das mal an. Hier ist jetzt sein Plan dazu. Und ihr seht, 1, 2, 3 Ladestopps hat er jeweils mit 30 Minuten drin. Jetzt ist die Frage, wo kommen die her, diese 30 Minuten? Was kann man da noch konfigurieren? Im Moment jetzt hier nichts. Man kann das nur sich auf der Karte anzeigen lassen. Diese Stopps kommen her, was ich hier drüben. Hier nämlich Unterladung als Maximum eingestellt habe. Ich habe jetzt gesagt, er darf nur bis 80% laden, weil sonst dauert das ja ewig. Und dann kommt er drauf, dass er immer eine halbe Stunde laden muss und dann kommt er wieder weiter. Schauen wir uns mal an, was für Ladestopps das sind. Also er zeigt auch hier bis zum ersten, wo wir da hinkommen. Mein erster Ladestopp ist was? Edi Energie. Okay. 150 kW Säule. Ja, why not? Ja, gut.
Ich kann mir die auf der Karte anzeigen lassen, wo die genau ist. Die sagt mir jetzt so prinzipiell mal gar nichts. Ist die irgendwie wenigstens neben der Autobahn? Ist sie irgendwie? Na, wo ist das ungefähr? Kenne mich jetzt hier. Die Gegend sagt mir nichts. Ah, bei Heilbronn ist das irgendwo oberhalb. Da bei Heilbronner Dreieck. Okay, da ist die erste Ladestation. Alles klar. Können wir ja mal so sehen. Und dann die nächste ist ein Ionity tatsächlich. Der hier nämlich. Kann ich mir auch auf der Karte angucken. Ja gut, Ionity ist ja jetzt auch in Ordnung. Aha. Was ist das? Wieso zeigt er da beide irgendwie? Das ist ein bisschen dubios. Eigentlich sollte er ja nur einen zeigen. Ich hoffe, er fährt da nicht im Kringel hier. Das ist jetzt ein bisschen seltsam hier, aber okay. Ich hoffe, das ist der richtige. Der ist auch frei. Also er zeigt doch manchmal einen Status an. Und gesagt, wie gesagt, wie viel man da aufladen muss. Er zeigt jetzt nicht an, oder ich sehe es nicht, mit wie viel Prozent wir da ankommen würden. Checken wir das nochmal, den allerersten. Warte mal. Den allerersten. Ob er da was zeigt. Ich meine, ich lade doch gerade auf. Das ist vielleicht auch nicht so einfach anzuzeigen. Aber er zeigt mir jetzt hier nicht, auf was er da runterfährt. Das sieht man dann vielleicht erst, wenn man bis da gefahren ist. 100 Kilometer. Das Auto selber zeigt gerade eine Reichweite von 200 Kilometer an. Er fährt 100 Kilometer dahin. Und dann lädt er auf. 100 Kilometer habe ich also Rest drin. Gut, das weiß ich noch nicht, wie er da kalkuliert. Und der da oben bei Kassel, der ist mir auch nicht bekannt. Da fährt er auch einen seltsamen Kringel. Was ist hier los? Ja, das ist aber auch nur, weil er da auf die Autobahn und wieder zurückfahren muss. Da ist eine Papierfabrik. Ansonsten ist das vermutlich bei Kassel, ja. Gut, also die sagen mir jetzt nichts, die beiden da. Können wir mal so hinnehmen. Ich hätte das jetzt wahrscheinlich versucht, nur mit Ionities zu machen. Mir ist auch nicht klar, warum er da jetzt andere Lader mit reinnimmt. Die hat er irgendwie in seiner Liste. Wüsste aber nicht, wo die jetzt herkommen. Also das ist noch nicht so ganz mir klar. Checken wir uns das nochmal aus hier. Zielführung, Routenoptionen. Da kann ich nämlich hier drücken und dann kommt nur das. Gängige Bezahlarten. Oder WeChart. Ich meine, jetzt habe ich die WeCharts-Karte. Können aber mal gucken, ob er da irgendwas anderes dann daraus gemacht hat. Noch hier bestätigen. Nö, sieht nicht so aus. Hier kann ich auf jeden Fall die nochmal aus angucken. Kassel. Nee, ist glaube ich dasselbe. Der Edi da unten und dann oben bei Kassel. Gut, was ich mit der Esso da anfangen soll, das weiß ich nicht. Also hier auf der Route bringt er immer dubiose Sachen, die ich auch irgendwie nicht wegkriege. Ja, die sind dann halt da. Okay. Ach, er bringt da auch mal was anderes dann, wenn ich jetzt hier einkehren will. Okay. Na gut, okay. Jetzt machen wir da nochmal eine Alternativplanung. Also ich gehe mal hier raus und mache hier abbrechen. Moment mal, müssen wir gerade mal gucken. 601 Kilometer würde er fahren in 7 Stunden 18. Das müsste dann mit den Ladestopps sein. Ne? Also da müsste er die Ladestopps, wir haben jetzt ja immerhin so 1,5 Stunden Ladung mit drin, müsste er dann mit reingeplant haben. Okay. Gut, ich sehe auch nicht, mit was ich dort ankomme. Oder? Also hier ist nochmal die Summe, genau, das ist nämlich, das will ich gar nicht. Also er würde 7 Stunden 18 fahren, 601 Kilometer und 1 Stunde 25 ist die Ladezeit. Also kriege ich jetzt hier auch schön irgendwie mal so angezeigt, das ist auch cool. Ja gut, die Frage ist jetzt, wir können das mal abbrechen. Und nochmal Check, der Gegencheck jetzt hier. Im Moment habe ich 68% im Akku und die Reichweite bei mir hier drüben wird angezeigt mit 214 Kilometer. Ich kann das Ganze jetzt mal machen hier auf 90% und dann nochmal eine neue Planung machen, weil es ist wirklich abhängig von dem, was ich hier einstelle, wie er hier drüben die Navigation macht. Wir haben das uns ja hier gemerkt. Normalerweise würden wir 5 Stunden und 14 hinfahren. So, er macht uns eine neue Strecke. 7 Stunden und 43.
Okay, was bedeutet das jetzt? Wir gehen mal auf Start, um uns die Details anzugucken. Er hat aber wieder drei Stops, oder? Ja, was macht er jetzt hier? Macht er jetzt irgendwie mal was gestrichelt? Was bedeutet das? Kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall sind es andere. Der Edi, den Marker scheinbar, den will er jetzt wieder haben. Dann in Eichzell ein Ionity und nochmal ein Telekom-Lader. Okay. Ja, es sind jetzt ein bisschen andere Zeiten, längere Ladezeit und natürlich auch längere Fahrzeit dadurch. Gut, ja, gefällt mir das. Ist jetzt geringfügig anders. 9 Minuten, 30, 39, 36, 39. Ja, aber ihr merkt schon, das ist tatsächlich davon abhängig. Wie kann ich jetzt das noch machen? Ich kann das natürlich auch nochmal hier auf euch auf 100% hier machen. Ne? Dann seht ihr es, dann ist es nochmal extremer. Macht auch gleich eine Neuberechnung. Aha, man muss also gar nicht rausgehen. Wenn ich auf 100% auflade, dann schafft er es mit zwei Ladestopps. Ja, okay. Er geht auch davon aus, dass ich jetzt erstmal auf 100% wohl auflade. Bin nicht ganz sicher, warum er den jetzt so weit hat. Aber der sieht vielleicht auch bloß so aus. Nee, das ist wieder der Edi. Also erstmal den Edi und dann nochmal hier in Eichzell. Aha. Und wenn ich auf 100% lade, dann komme ich auch an. Muss ich allerdings hier fast eine Stunde stehen, 54 Minuten und da 46 Minuten. Ja, und dann habe ich hier Esso noch und das Rasthaus. Okay, Zähringer Stuben ist übrigens gut, kann ich empfehlen, aber warum das da kommt, weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich Werbung bezahlt. Nee, keine Ahnung, das müsste man noch rauskonfigurieren können. Okay, also das ist auch nicht schlecht, die Idee. Ja, aber wir können jetzt auch noch mal das Ganze in die andere Richtung machen. Ne? Also nehmen wir das hier noch mal weg und gehen noch mal in unsere Config rüber. Wir können ja auch sagen, er soll bloß bis jetzt kann ich hier schlechter drunter aufmachen. Also 80% geht. Ich kann ihm aber auch sagen, er soll bloß bis 50% aufladen. Dann hört er jetzt wahrscheinlich gleich auf, genau. Macht nichts. Er soll immer bloß bis 50% aufladen und dann gucken wir mal, wie dann die Strategie aussieht zum Fahren. Jetzt habe ich ein Problem hier. Warte mal. Abbrechen, Ziel, Messe Stuttgart. Mal schauen. Nanu. Das kann er irgendwie nicht. Also hier sagt er mir ein Batteriesymbol. Was ist jetzt los? Aus irgendeinem Grund kann er das nicht. Ist 50% ihm zu wenig? Ein bisschen schade. Kriege ich da irgendeine Information darüber? Moment, jetzt hat er schon wieder abgebrochen. Also da zeigt er mir das Symbol da an, aber er zeigt mir sonst nichts an. Das ist jetzt ein bisschen dubios. Schade eigentlich. Guck mal, ob wir das irgendwie anders hinkriegen. Wenn ich jetzt hier beim Laden sage, okay, du darfst bis 60% aufladen. Mal sehen, ob er das kann. Route wird berechnet. 50% wollte er nicht. 60% kann er? Okay, das sieht gut aus. Guckt mal hier. Also wenn ich das mache, dann kann er hier einen Plan aufstellen und er muss nur 1 Stunde und 20 laden. Das ist eigentlich sogar besser. Ja, und wir sind in 7 Stunden und 6 Minuten dort. Okay, also man muss da tatsächlich ein bisschen mit rumspielen. Sieht auch jetzt die Ladezeiten 17 Minuten, 11 Minuten, 17 Minuten. Das ist nicht schlecht. Man sieht jetzt hier auf der Übersicht leider nicht, wie viele Kilometer er da jeweils fährt. Also um rauszukriegen, wie viel das immer sind, muss ich wohl hier drauf gehen. Da sehe ich hier, bin ich 100 Kilometer gefahren. Beim nächsten sind es 200 oder ist es nach 200? Ich glaube nach 200. 199, 420 und dann ist er da oben, kommt er an. Ja, es ist, glaube ich, so eine Staffelung jetzt hier. Also er fährt immer so um die 100 Kilometer. 100 Kilometer hier, dann 120. Ein bisschen weniger hier.
und dann nochmal ein bisschen mehr. Also, so kann das gehen. Ja. Jetzt auch Ionities, kriege aber den ersten, den Eddie, den kriege ich partout nicht weg, dass er da auch ein Ionity nimmt. Weiß nicht, ist da vielleicht keiner. Na gut, also damit kann man jetzt tatsächlich so ein bisschen rumspielen. Ihr seht, Vollständigkeit halber können wir das Ganze auch mal noch mit 70% Ladung probieren. Mal gucken, ob er da noch einen anderen Plan macht, der irgendwie interessanter ist. Na nu, kommt keine Neuberechnung, dann müssen wir es mal erzwingen. Nochmal hier die Suche machen. Oder es gibt keinen anderen Plan, kann natürlich auch sein. Baut dann nochmal auf. Jetzt muss man sich natürlich immer merken, was er da vorher so gemacht hat, um dann zu bewerten, ob das jetzt eine bessere Planung ist hier. Hat auf jeden Fall andere Lader genommen. Das sieht man hier schon in der Übersicht. Das finde ich eigentlich gut. Ich hätte jetzt gern noch so einen Knopf, bitte Ionities nehmen. Macht er ja scheinbar auch hauptsächlich. Ja, ist auch nicht schlecht. Obwohl er jetzt sehr viele komische Lader hat. Hier sogar ein 50 kW Lader. Das gefällt mir dann nicht. Ja. Also das ist jetzt ein schlechter Plan. Kriege ich den einen hier eigentlich irgendwie aussortiert? Weitere Ladestationen. Leider noch keine Treffer verfügbar. Ja. Also mit der Info kann er jetzt nichts anfangen. Ja, wahrscheinlich. Oh, jetzt doch, da hat er was. Das sind aber noch schlimmere. Bringt mir das jetzt irgendwas hier? Ne, das bringt mir nichts. Da ist ein anderer Lader, ein 350 kW Lader. Kann ich den jetzt irgendwie austauschen oder? Ja, scheinbar kann ich dann den hier. Das Porsche Straße ist wahrscheinlich ein Porsche Händler. Den nehme ich als Ersatzlader. Und dann macht er daraus eine neue Route. Also irgendwie kann ich die auch ersetzen. Das ist ja auch nicht uninteressant. Okay. Schauen wir mal. Bitte Route wählen. Na gut. Ich muss hier ein bisschen viel immer okay drücken. Gut. Sonst ist der Plan jetzt besser. Nee. Da ist ja immer noch der Allego drin. Also das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Den habe ich doch eigentlich ersetzt gerade, ne? Ja, entweder habe ich es jetzt wieder falsch bedient. Ich wollte ihn ja irgendwie ersetzen, aber hat nicht funktioniert. Nee, da spielen wir jetzt auch nicht weiter rum. Der Plan ist schlecht. Ich mache nochmal meinen rein, den ich am besten fand. Also da muss man scheinbar doch ein bisschen mit rumspielen jetzt hier. Das war der mit den 60% Laden. Der sah eigentlich gut aus. Da kriege ich den nochmal hin. Ja, der sah jetzt ganz gut aus. Na, nun sieht er wieder anders aus. Ja. Na gut, also immer nur so ein bisschen laden. Das ist jetzt, ich finde das nicht schlecht. Ich mag das so mal kurz anhalten und mal laden und dann insgesamt sind es 1 Stunde 22 zum Laden. Das war jetzt meiner Meinung nach hier ein guter Kompromiss. Das andere mit 1 Stunde 30 war jetzt auch nicht schlecht. Nee, das ist okay. Also, aber so funktioniert das jetzt hier drin, ne? Also machen wir hier nochmal auf 80%. Das ist ja eigentlich die empfohlene Geschichte. Und gucken uns da drin nochmal das an. Weniger Ladestopps. Und in dem Resümee 1 Stunde 25. Das nimmt sich jetzt nichts. Also immer eine halbe Stunde laden. Ja, wie man es will. Also man kann man so ein bisschen sich das angucken. Und vorher können wir noch was essen gehen, ja. Cool, würde ich mal sagen, ne? Das ist also jetzt hier die neue Navigation über Ladestationen. Gut. Ich bin ja mit dem Auto bzw. mit dem anderen auch mal eine andere Strecke gefahren, da nach Selbitz. Wir stoppen das Ganze. Das könnte ich auch noch mal kurz checken. Habe ich das schon drauf hier? Nein. Also. Selbitz in Oberfranken, das nehme ich deshalb, weil das sind nämlich eigentlich nicht so weit. Eigentlich müsste das Auto das fast mit einer Ladung hinbekommen. Problem ist jetzt, dass ich noch nicht aufgeladen habe so viel. Und ich kenne ja die Strecke, das ist eigentlich mein Vorteil. Ich bin ja die da gefahren und kenne jeden Lader da auf der Strecke sozusagen. Also da kann er mir nichts vormachen. Gut, wo hält er jetzt an? Schauen wir uns das an.
Er muss jetzt tatsächlich 379 Kilometer fahren und trotzdem, dass da ja ziemlich viele Ionities sind, hat er jetzt doch da Lohnetal. Okay, das ist glaube ich ein ENBW, da war man glaube ich. Ja, gut. Jetzt kann ich auch noch woanders einkehren gerade. Ja, gefällt mir nicht ganz so gut hier. Also wir spielen mal hier drüben mit rum, gehen da auch noch mal runter auf 70%. Gucken, ob wir dann einen besseren Plan hinkriegen. Na, ich will das hier. ENBW-Ladestation und nochmal die Lohnetal. Okay. 23 Minuten, 23 Minuten. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Was ich weiterhin nicht sehe, mit was er da eigentlich dann am Ziel ankommt. Das fehlt mir die Information jetzt hier. Und mit was er da eigentlich an den Zwischenstationen ankommt. Das ist auch nicht klar eigentlich. Ja, also da sollten sie noch mal ein bisschen was verbessern. Sonst eine Verkehrsstörung habe ich jetzt. Aha, immerhin. Super. Coole Information. Ich habe ja da so eine komische Laderei gemacht. Das können wir auch noch mal simulieren. 60% hat er ja vorhin noch gemacht. Mal schauen, ob er das jetzt hier auch hinkriegt. Na, da baut er mir jetzt was auf, auch mit einem Ionity mittendrin. Man muss immer auf die Gesamtladezeit gucken. Das ist natürlich das, was dann abweicht. Ne? Ja, also man kann sich's überlegen. Das sind jetzt kürzere 17, 13 und 15 Minuten. Hört sich irgendwie cool an. Ja, das also eine kurze Pause mal machen. Immer so nach, checken wir mal hier, sind wir 86 Kilometer gefahren. Ja, dann sind wir da mal ein bisschen mehr als 100 gefahren. Und nochmal 100, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen trivial, aber das Auto, okay. Also ich hätte ihm jetzt schon 200 Kilometer zugetraut, aber dann muss er auch immer bis 80% laden oder mehr. Ich glaube, er fährt nur auf 20% runter. Gut. Der Vollständigkeit halber checke ich jetzt das mal, ob er das hier jetzt mal mit 50 kann. Unter 50 komme ich ja nicht. Ob er eine Planung mit 50% überhaupt nicht mag. Das will er irgendwie nicht. Brechen wir hier nochmal ab. Und Zielsuche. Da. Routenberechnung. Ja, diesmal macht das. Also das mit Hannover war wohl eine Ausnahme. Manchmal muss ich jetzt hier doch bestätigen. Gucken, was er für eine Route sich da rausgesucht hat. Drei Ladestopps. 40 Minuten Aufladezeit. 14, 13, 13. Auch nicht schlecht. Ja. Also, Leute, und schon wieder soll ich einkehren. Navigation mit der neuesten Update-Version 0783. In der Zielführung Ladestopps automatisch hinzufügen. Ja, und dann kriegt ihr sowas. Okay, vielleicht sollte ich ja doch nochmal auf VCharge zurückgehen. Das war natürlich jetzt vielleicht nicht so toll. Gut, aber. Habt ihr jetzt mal gesehen hier, wie das aussieht? Dann sage ich mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön.